Ja, nach so einer Saison ist es immer wieder schwierig, wenn man sich von vielen Spielern und Persönlichkeiten verabschieden muss. Heute fällt es mir ganz, ganz besonders schwer, denn ich möchte anfangen mit einem Mann, mit dem ich jetzt 9 Jahre zusammen moderieren durfte hier im Stadion in der SB Arena. Spiele, die er für die Fortuna absolvieren konnte, denn er war wirklich vom Verletzungspech verfolgt.
gefreut. Wir wünschen ihm alles, alles Gute für die Zukunft. Heinrich Schwindger! Thank you.
Liebe Fortuna-Fans, einen Moment bitte. Eigentlich stehen wir immer da unten und wollten gerne noch was sagen, aber wir haben gerade einen ziemlich großen Platz. Und können nicht wirklich weitersprechen. Was machen wir denn dann? Wir können singen. Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für uns jetzt wirklich Schluss? Heute ist nicht aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Nämlich ein tolles Abschiedsspiel im Herbst mit Jens Langenecke und Lumpi Lammertz. Und sie trommeln all ihre Freunde zusammen und spielen gegen die aktuelle Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Jens Langenecke haben wir gerade schon verabschiedet. Dann kommen wir jetzt zu dem Mann, der unfassbare 339 Pflichtspiele für die Fortuna absolviert hat. Dabei hat er 188 Mal die Kapitänsbinde getragen. Er ist der einzige Spieler, der mit einer Mannschaft von der Oberliga in die Bundesliga aufgestiegen ist. Und er wird immer als Fortuna. Als Zeichen der Wertschätzung hat Fortuna Düsseldorf gesagt, die Nummer 17 wird nie mehr wieder vergeben. Den Sieger. Damit wir dann noch verwirklichen können. Ich warte noch so lange auf dich.